Mein Name ist Amy von Foxlord und ich muss sagen, ich habe mich bisher noch nie online zu irgendwelchen Gesetzen oder politischen Situationen geäußert, da man es eh niemals allen recht machen kann. Und ich meinen Kanal mit dem Gedanken aufgebaut habe, Leute zum Entspannen einzuladen, zum Abschalten von diesem ganzen Drumherum, was draußen in der Welt passiert. Doch das Gesetz des Upload-Filters mit dem Paragraphen 13, das ist das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn ich bin gegen Paragraph 13, da dadurch das Zitatrecht und die Meinungsfreiheit so stark eingegrenzt wird und es für mich zu einer Art Zensur wird, zu einer Art Internetzensur. Nicht nur das, woher sollen denn auch die Algorithmen an sich wissen, was ist Satire oder ob es sich um ein Zitat handelt oder journalistische Recherche? Es wird ja sowieso alles erstmal dann ausgegrenzt, da YouTube ja in diesem Falle die Verantwortung für die hochgeladenen Materialien, für die Inhalte übernimmt. Doch ebenso werden auch halt kleine Plattformen, kleine Startup-Unternehmen in den Ruin getrieben, da eine Einrichtung des Upload-Filters so extrem teuer ist, so extrem kostspielig, dass kleine Startup-Unternehmen einfach keine Wahl haben und einfach sozusagen aufgeben. Doch nicht nur kleine Unternehmen werden damit angegriffen, sondern auch diejenigen, die damit ihren Lebensunterhalt voll oder teilweise bestreiten. Oder die YouTuber, die ihr Hobby mit voller Leidenschaft täglich nachgehen. Nicht nur die, auch die Leute, die privat vor Facebook sitzen, vor Instagram und Co. GIF-Animationen, Bilder, Video, Tonmaterial, wie zum Beispiel von Videospielen und kleinen Film-YouTubern. Das alles wird es so in der Form, wie wir es kennen, nicht mehr geben, wenn wir jetzt nicht aufstehen und sagen, nein. Bis hierhin und nicht weiter. Noch haben wir Zeit dafür. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt.